Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS17. Wieder bei Tante Ilse hier. Tja, ich bin erstmal wieder losgefahren nach Rasmähen, ne? Erstmal eine Runde flügen, dass wir hier weiterkommen. Hatte Tante Ilse ja gesagt, ne? Mal 9 Minuten nach, gerade schnell Kaffee und ein Stück Kuchen und dann wieder ab die Post auf dem Acker, ne? Das war zu sehen, dass wir hier was in die Erde kriegen. Naja, mal gucken, was nun noch kommt. Ich weiß auch nicht. Vielleicht bleibt der Tag ja mal ein bisschen ruhig. Wer weiß. Keine Ahnung. Haben wir die auch noch eben geschnackt? Ich sag, Tana Ilse, ich sag, du musst auch noch zusehen, dass du ein Mähwerk rankriegst. Dass wir hinten den Maisrunner kriegen, ne? Zumindest dreschen oder was. Ich sag, da kriegst du noch ein paar Mark für. Und die Sonnenblumen. Ja, das lohnt man mir nicht so gesehen. 64. Da brauchst du dich nicht um kümmern. Ich sag, ja gut, ich sag, wenn du da meinst, ist, dann mach das, Mann. Alles okay. Na ja, mal sehen, was jetzt noch kommt. Ich weiß auch nicht. Ilse. Ja, Tante Ilse. Ja. Was? Karl-Heinz soll flügen? Und was soll ich machen? Jauche weiterfahren. Der hat doch noch nie geflügt, oder? Er hätte dir gesagt, er kann das. Der hat gar keinen Führerschein. Fährt doch nur mit seinem Move vor, du hier gegen dir, der Trottel. Er hat gesagt, er kann das. Tante Ilse, das entscheidest du, nicht ich. Ja, dann soll er fliegen, ist mir egal. Ja, ich fahre gleich auch. Wir kommen mit Mofor. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Alles klar. Wie dein Acker nachher aussieht, weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht mehr. Ich mach den nicht wieder gerade. Dann bin ich hier verschwunden. Ach, du hast vor, Karl-Heinz einzustellen. Na, dann mal zu. Ja, ist gut. Bis gleich. Ja, ja. Tito. Was ist der denn? Muss ich beeilen, ey. Knallt doch irgendwas rum da hinten. Also ja. Karl-Heinz, ja, der mal los. Bin ja mal gespannt, ob du das schaffst. Der mal los, Karl-Heinz. Dann hau ich ab. Ich schnapp mir deine Mofa und fahr auf den Hof. Sonst laufen hab ich keinen Bock auf. Was ist das Ding denn? Was hat das denn hingestellt jetzt? Ach da. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Ding, du? Na, dann mal los. Den fahren wir halt ja auch und dann soll sie selber zusehen, was der macht da. Was da wovon wird, das weiß ich auch nicht. Na, vielleicht kriegt er das ja hin, ich weiß es nicht. Will sie den einstellen? Alter Schwede, ey. Das ist gut, also mit mir auf Dauer nicht. Muss sowieso jetzt zwischendurch an. Die hatte mich angerufen gestern Abend. Die wollen da auch noch was machen. Da soll ich unbedingt mal hinkommen. Denn wenn sie Karl-Heinz einstellt hier, dann sollte sie mal zusehen, dass der denn mal ein bisschen was macht. Ich muss zwischendurch noch mal wieder nach Antje gucken, nach Jan gucken. Nach Landscape. Mann, du.
Ballen können wir hier auch machen. Können wir verscheuern, da wissen wir ein paar Mark, die wir zusammenkriegen. Von der Ernte, ich weiß nicht, ob da, da was von wird, du. Meine Ernte. Ja, Tante Ilse? Ja, ich bin gerade auf den Hof gekommen. Das Ding läuft nicht schneller hier. Seine Mofa. Was willst du machen? Karl-Heinz soll demnächst den Führerschein machen. Du willst ihn bezahlen. Na, ja, nimm mal zu. Wenn sie in Däubels Küche. Ja, musst du selber wissen. Ich fahre jetzt Jauche. Dann lass uns mal ein bisschen in Ruhe, damit wir auch was wegschaffen und rufen uns nicht ewig an. Ja, ist gut, Tante Ilse. Bis dann. Zusehen, wir Äcker voll kriegen jetzt endlich mal. So wieder was in die Erde kommen. Den anderen Scheiß muss ich selber sehen. Aber Fritze wollte ja heute Abend kommen. Ich weiß nicht, ob die da was mit Schneidwerk bekakeln oder was. Was für die Ulle Krücke musst du erstmal noch einen kriegen für dein altes Ding, du. Das war gar nicht so einfach. Dann hast du nämlich nachher doch noch einen Lohner besorgen. Aber das ist nicht mein Bier. Ich meinte schon, ich könnte ja meinen Drescher aus Landscape dann holen, oder was? Ja, alles klar. Ist die ganze Ernte nicht wert. Die ganze Scheiße lieber unterflügen, du. Aus Holland hier einen Drescher herholen, selber herfahren oder auf dem Tieflader oder was, wa? Jo, das glaubt man an. Mitnichten. Den brauchen die selber da, du. Oder mit schneller geht Antje oder Jan könnten ja hierher kommen. Ich sag, jo, alles klar. Und der Hof bleibt brach liegen da hinten und da passiert nichts oder was? Jups. Wie kommt die mit den Silo, die Alte? Die wird gehäckselt oder was? Sie sehen hier? Oder liegt doch schon im Graben? Na, sie ist nicht. Kannst nicht hinter wegkommen, in der Büsche da. Da bin ich mal gespannt. Naja, gut, okay. Man kann sich auch täuschen, ne? Würde Rudi sagen, lass dich überraschen. Machen wir auch. Sind wir stehen geblieben hier? Weiß ich auch nicht. Irgendwo. Da. Ja, da muss er ja mit auf die Straße denn. Karl-Heinz, solange wieder keinen Lappen hat, kannst du überall den Trecker hinfahren, ne? Kannst überall hinterher juckeln, denn du. Mann, das schafft gar nichts. Karl-Heinz hat wieder Honig im Bart geschmiert. Schau auf, der schnackt dir noch den Hof ab. Das soll mir auch egal sein, endlich bin ich hier wiesen raus aus dem Scheiß hier, du.
Ja, Tante Ilse. Wie weit ich bin? Ich koche. Ich koche gleich über. Wie was das heißen soll. Warum rufst du mich alle 5 Minuten an? Ich schaff doch nichts. Ich bin hier gleich fertig. Dann mache ich das nächste Stück unten am Dorf. Den Kram da. Ja. Ja. Nach Karl-Heinz soll ich noch gucken zwischendurch. Ich fahre erstmal Gülle. Da kannst du selber hingucken, wenn du willst. Den hast du eingestellt, nicht ich. Ist mir scheißegal, was der macht. So ein ganzes Mist zu Bruch fahren, das juckt mich nicht. Ja, ist gut. Tschüss. Bis nachher. Jupp. Tschüss. Die Alte, du Mann, oh Mann, oh Mann, du. Muni sitzt und die sagt schon gar nichts mehr. Endlich mal was wegschaffen hier, damit hier mal was passiert. Aber ich glaube, Tante Ilse, die muss demnächst auch oder will zu ihrer großen Schwester, den Geburtstag. Ich glaube, Hedwig heißt, Tante Hedwig, ja. Der Geburtstag. 93 für die. Ja, dann bin ich die ein paar Tage los. Dann schaffst du ja auch mal ein bisschen was. Karl-Heinz, den jag ich von Hof denn. War denn jetzt Karl-Heinz einstellen oder irgendwie was? Die ganze Kohle. Die ist doch nicht ganz richtig. Die hat selber kaum noch was. Zusehen, ein Land kauft, wenn sie überleben will. Muss ich selber wissen. Scheiße. Das wäre mein Fehler. So, jetzt aber. Nu. Aus jetzt, wenn wir das umbauen, da habe ich keine Lust zu. Da bin ich ja mal gespannt, was davon abgibt. Naja, wenn Karl-Heinz den Führerschein hat, dann kann er abfahren. Kann ja auch dreschen gehen denn. Von mir aus bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Aber das Stück Wesen fertig, können wir das wieder pflügen. Kann Karl-Heinz denn ja pflügen. Rasenmäherkönig in den Gang, aber Trecker fahren, da können sie alle. Du. Mann, oh Mann, du. Wenn denn überhaupt.
So, einen noch da, den Rest können wir leider unten kahren. Das sieht dann eigentlich schon mal recht gut aus. Wenn die einen endlich mal in Ruhe lässt, die Alte. Oha, Leute. Mal sehen, was das nächstes Mal bringt. Ist egal, die Zeit ist schon wieder rum. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Mal sehen, was mit Karl-Heinz so, wie das weitergeht. Ich weiß auch noch nicht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dass ich euch das nächste Mal wieder begrüßen darf hier bei Tante Ilse und Karl-Heinz und Brunhilde und so weiter. Aber bis dahin, seht euer Butcher. Tschüss.